Jesus spricht über die Verschiebung des Untergangs von Amerika, den Antichristen und die Erlösung von Muslimen. 27. Juni 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Herr Jesus, bitte schenke uns deinen Mut und deine Kraft, um dieses Rennen zu laufen und auf unseren Knien zu bleiben, bis wir den Durchbruch geschafft haben. Amen. Nun, die letzten 5 Tage waren ziemlich schwierig für uns, liebe Herzbewohner, und ich weiß, dass es manchen von euch auch so geht. Jedes von uns hatte schmerzhafte und schwierige Lasten zu tragen. Und gäbe es nicht die ermutigenden Worte des Herrn, hätten wir uns bestimmt gefragt, ob wir für eine nicht erkannte Sünde gezüchtigt werden. Doch er hat es deutlich gemacht, dass dies alles nötig ist, um dieses böse Königreich vorübergehend lahmzulegen. Damit meine ich, dass die herrschende Elite sich erheben wird, sobald Vater Gott es zulässt, dass die Trübsalzeit beginnt. Aber bis zu jenem Zeitpunkt hält er es zurück. Also suchte ich den Herrn für ein Wort heute Abend. Jesus begann: Meine kostbaren Kinder, all diese Leiden führen zu einem atemberaubenden Sieg über jene, die dachten, dass sie weiterhin herrschen könnten mit ihrer List. Ich kenne euren Kummer zu dieser Stunde. Ich sehe, wie ihr euch an die Hoffnung klammert, die ich euch gegeben habe. Ich höre die Meditationen eurer Herzen, dass ihr gerne leiden würdet, um einen nuklearen Bürgerkrieg abzuwenden. Ich kann euch jedoch noch nicht garantieren, dass dieser Nation kein Leid widerfahren wird. Aber ich kann euch versichern, dass es das Ende der Jahreszeit der Schreckensherrschaft sein wird, auf welche sich diese Dunklen verlassen haben, um Amerika zu zerstören. Die Stunde des Untergangs für Amerika wurde verschoben. Dennoch sind sehr viele in diesem Land komplett ignorant und unwissend bezüglich dem, was wirklich vor sich ging. Es steht geschrieben, dass der Antichrist sein Amt durch Betrug erlangen wird. Dies hat er schon getan, aber durch eure Gebete wurde er entthront und er wird weiterhin in der Schwebe gehalten, bis die Zeit reif ist. Eure Gebete haben seine Pläne lahmgelegt und für euch ein Zeitfenster geschaffen, um Seelen einzusammeln. Wie ich mich nach dieser Zeit gesehnt habe, wie ich mich gesehnt habe zu sehen, wie die Muslime in mein Königreich gebracht werden. Der Plan, die Menschen rund um die Welt zu zerstreuen, um es dem Islam zu ermöglichen, die Welt zu übernehmen, ist fehlgeschlagen. Denn viele haben den Islam verlassen und das ist erst der Anfang. Tief im Innern wissen sie, dass der Gott, der sie erschaffen hat, unmöglich so brutal und grausam sein kann. Und dies hat sie in eine Glaubenskrise geführt. Mein Vater ruft sie zu mir und ich werde ihnen weiterhin Träume, Visionen und Wunder zukommen lassen, um meine Kinder zu mir nach Hause zu führen. Welch großen Trost ich durch ihre Rückkehr bekomme. Dies ist der Grund, warum der Antichrist aufgehalten wurde. Arbeitet, solange ihr das Licht habt, meine Leute. Werdet nicht eitel und ausschweifend mit dem Wachstum. Wickelt eure Ressourcen lieber um die Armen und um jene, die es nach Gerechtigkeit hungert. Bringt sie zu mir, sie sind so bereit. Jesus, willst du, dass ich die Schrift, die du mir gegeben hast, teile? Ja, teile es. Ich werde Hoffnung und Ausdauer inspirieren.
Ich fühlte mich geleitet, die Bibel aufzuschlagen für ein Rema. Ich öffnete beim Fall von Ninive und ich lese euch den Teil, der mich wirklich getroffen hat. Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Der Herr rächt sich und er ist von Zorn erfüllt. Der Herr rächt sich an seinen Feinden und lässt seinen Zorn an seinen Feinden aus. Der Herr lässt sich nicht schnell ärgern, aber seine Kraft ist gewaltig. Der Herr wird die Schuldigen nicht unbestraft lassen. Sein Weg ist im Wirbelwind, im Sturm und die Wolken sind der Staub seiner Füße. Er rührt das Meer und lässt es vertrocknen. Er lässt alle Flüsse vertrocknen. Baschan und Karmel vergehen und die Blüten des Libanon verwelken. Die Berge zittern vor ihm und die Hügel schmelzen. Die Erde zittert in seiner Gegenwart, die Welt und alle, die darauf leben. Wer kann seiner Empörung widerstehen? Wer kann seinen heftigen Zorn ertragen? Sein Zorn wird wie Feuer ausgegossen. Die Felsen werden vor ihm zertrümmert. Der Herr ist gut, eine Zuflucht in schwierigen Zeiten. Er kümmert sich um jene, die ihm vertrauen. Er wird Ninive, aber mit einer überwältigenden Flut ein Ende bereiten. Er wird seine Feinde bis ins Reich der Dunkelheit verfolgen. Was auch immer sie gegen den Herrn planen, er wird allem ein Ende bereiten. Die Schwierigkeiten werden kein zweites Mal aufkommen. Sie werden sich in den Dornen verfangen und betrunken werden von ihrem Wein. Sie werden wie trockene Stoppeln verzehrt werden. Ninive, aus dir ist einer hervorgegangen, der Böses plant gegen den Herrn. Dies sagt der Herr: Obwohl sie Verbündete haben und zahlreich sind, werden sie doch zerstört werden und vergehen. Obwohl ich dich heimgesucht habe, Judäa, werde ich dich nicht länger plagen. Jetzt werde ich ihr Joch von eurem Nacken entfernen und eure Fesseln zerreißen. Ja, das Joch der neuen Weltordnung war ziemlich schwer. All die Handelsabkommen und die Art, wie dieses Land bestohlen wurde. All die Lügen, die zirkulierten, der ganze Schwarzhandel, der Menschenhandel, so schrecklich und grausam. Und die Ausübung der satanischen Ritualmorde. Der Herr wird dieses Joch von unserem Nacken entfernen. Nun, ihr wisst, dass wir für diese Menschen beten, für ihre Erlösung und für einen Gesinnungswandel. Genau wie wir für den Diktator von Nordkorea gebetet haben. Und wir werden weiterhin beten. Doch wir wollen all diesen bösen Gepflogenheiten ein Ende bereiten. Und diese Gebete bewirken genau das. Alle Gebete rund um die Welt bewirken das. Haltet durch im Gebet, meine Leute, ihr versetzt Berge, ihr legt tödliche Angriffe lahm, ihr ändert die Gezeiten mit euren Gebeten. Eure Fürbitten halten den Stab der Gerechtigkeit über den erhobenen Händen eures Präsidenten, über die Amalekiter. Und wir werden den Sieg erlangen. Aber es existiert viel Dunkelheit im Land. Jene, die ein weltlich beschäftigtes Leben geführt haben, haben sich von den oberflächlichen Lügen der Medien ernährt. Genau wie in den Tagen Hitlers, ein populärer Mann, der von Satan und seinen Generälen unterstützt wird, hat das Vertrauen der Menschen gewonnen. Auch wenn sie sein enormes Versagen sehen. Es wurde ihnen ein Schleier der Blindheit über ihre Augen gezogen. Und sie reagieren auf Gefühle, die ihnen von satanischen Mächten vermittelt werden. Die
Dies ist wie Filmstars, ganz sicher und gewiss die Leiter zum Ruhm emporsteigen. Sie verkaufen sich an Satan und direkt aus der Anonymität werden sie in den Ruhmesstand angehoben. Dies funktioniert auch in der Politik und dies ist der Kult, der Obama und Hillary ermöglicht hat, aufzusteigen und die blinden Massen zu kontrollieren. Der Tag kommt, an welchem die Augen geöffnet werden, aber nicht ohne Kampf. Meine Leute, ihr müsst die Wahrheit verteidigen und euch dafür stark machen, was richtig ist. Zumindest wird es dann einsickern, wenn ihr entrückt werdet. Dann werden sie sich daran erinnern, dass ihr sie gewarnt habt. Dies wird euch zwar nicht beliebt machen, aber wie auch immer. Ich war ja auch nicht wirklich beliebt.